ein diskriminierungssensibles Arbeitsumfeld zu schaffen, ist die Verantwortung aller. Die Gemeinschaftsaufgabe, Geschlechterdemokratie, Antidiskriminierung und Teilhabe umzusetzen, bedeutet, dass wir Benachteiligungen erkennen, abbauen und beseitigen wollen. Nur gemeinsam können wir diesen Wandel herbeiführen. Die Gemeinschaftsaufgabe wirkt auf alle Bereiche der Organisation. Arbeitskultur, Projekt- und Programmplanung, Öffentlichkeitsarbeit und Personalfragen. Und betrifft verschiedene Dimensionen struktureller Benachteiligung. Bei der Veranstaltungsplanung können wir die Gemeinschaftsaufgabe berücksichtigen, indem wir zum Beispiel darauf achten, dass bei Veranstaltungen auf dem Podium Teilnehmende mit unterschiedlichen Positionierungen sitzen. Wir bemühen uns, eine diskriminierungssensible Sprache zu nutzen. Der Veranstaltungsort sollte barrierearm sein. Im Arbeitsalltag und in unseren Teams braucht es Sensibilisierung und Raum für Reflexion. Wir brauchen Räume, in denen wir uns fragen können: Was bedeutet Vielfalt für uns? Was kann ich für ein diskriminierungssensibles Miteinander tun? Welche Strukturen und Vorurteile erschweren mir meine Arbeit? Was wollen wir in unserer Arbeitskultur ändern? Reflexion muss in neues Handeln münden. Wichtig ist, dass wir transparent mit Hierarchien und Entscheidungswegen umgehen. Konflikte und Kritik sind Momente, in denen wir über uns hinauswachsen können. So können wir langfristig die Themen der Gemeinschaftsaufgabe im Arbeitsalltag umsetzen. Im Inland und in den Auslandsbüros, auf allen Ebenen der Stiftung. In jeder Gesellschaft spielen unterschiedliche Dimensionen von Diskriminierung eine Rolle. Begriffe oder wie Menschen sich selbst bezeichnen, unterscheiden sich nach nationalem Kontext. Viele unserer Auslandsbüros berücksichtigen das bereits. Denn die Teams dort sind oft bereits divers. Mitarbeitende bringen Wissen zu Themen wie Inklusion, Antirassismus oder Feminismus mit. Davon können wir in der Zentrale lernen. Dort diskutiert eine abteilungsübergreifende Arbeitsgemeinschaft, wie die Gemeinschaftsaufgabe umgesetzt werden kann. Ein internes Weiterbildungsprogramm dient zur Sensibilisierung und Wissenserweiterung. Eine Richtlinie regelt den Umgang mit Diskriminierung am Arbeitsplatz und erläutert Maßnahmen, wie dies verhindert werden kann. Das sind jedoch nur erste Impulse. Alte Strukturen aufbrechen geht nicht von heute auf morgen. Barrieren gilt es andauernd abzubauen, auf allen Hierarchieebenen und in allen Büros weltweit. Dafür braucht es diversitätsbewusste Prozesse in der Personalauswahl, Onboarding und Entwicklung. Diese wirken am besten, wenn wir unsere gesellschaftlichen Positionierungen und Privilegien einbeziehen. Kontinuierlich und in aller Konsequenz. Denn der Wandel beruht auf Reflexion und Aktion. Wenn wir uns unserer Leerstellen bewusst werden, können wir diese überwinden. Die Transformation ist Verantwortung aller, denn sie betrifft alle. Sie hat gerade erst begonnen. Gehen wir es an.